Das ist eigentlich mein Lieblingscharakter irgendwie. Ich mag den. Ich mag den, wie der aussieht. Ich mag dem seine Welt hier. Das ist schon cool. Und da kann man halt, also man kann eine bestimmte Zeit lang kann man dieses Grüne anschalten. Und da kann man dann die so infizieren irgendwie. Und wenn, ich glaube sogar, wenn andere gegen den schwimmen, ja, dann werden die mit infiziert und dödeln hier nur so rum. Und da kann man die voll leicht anfangen. Das ist schon ganz cool. Hier noch. Weil die haben auch ein bisschen Angst dann. So ein bisschen. Also wenn man das gerade anmacht, wenn die einen sehen, so. Wie auch hier sind auch wieder die, sehen die anders aus. Ja. Auf jeden Fall ab nach unten. Ach, oder auch wieder nach oben, ne? Nein, nach unten. So, dann können wir hier direkt infizieren. Beziehungsweise warten. Infizieren. Ich habe dich nicht infiziert. Warum machst du dich blau? So. Dann sind die halt so lahm. Und dann kann man die direkt kaputt machen. Und dann geht das ganz gut mit. Und ich glaube... War das mit dem hier? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit dem hier die Trophäe gut machen konnte. Doch, ich glaube schon. Weil jetzt sind wir, glaube ich, den ersten Kreis am Bearbeiten. Und wenn wir jetzt was futtern, dann sind wir den zweiten Kreis am Bearbeiten. Das kommt aber darauf an, was wir futtern. Weil manche Sachen geben einen Punkt weiter und manche geben zwei, drei Punkte weiter. So, du bist tot. Aber da muss ich mich erst echt... Müsste ich mich eigentlich erst nochmal reinfuchsen, um euch das genau zu erklären, wie das geht. Nachdem ich die Trophäe dann hatte und ich mir da, weil ich nicht eine halbe Stunde einen dran abgewürgt habe, habe ich auch verstanden, wie das so funktioniert. Aber ich glaube, das war nicht hier der Charakter, womit das ganz gut geht. Weil da, bei einem konnte man richtig gut erkennen, an welchem Kringel man gerade dran ist. So, ab nach unten. Nur klein Scheiß hier. Was soll der Kack? Oh, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn die rot sind, dann können die einem, glaube ich, können die das nicht annehmen. Aber ich glaube, das ist so. Komm, werd mal wieder normal. Oh, der hat was von mir gefressen, der Arsch. Jetzt habe ich ihn so aufgefressen, ist natürlich auch okay. So, noch irgendwas hier? Ja, Kleinkram. So. Nach unten. Muss das irgendwie so spät wie möglich aktivieren, weil die halt sonst abhauen. Die Biester. So, hier war eben noch einer. Der versteckt sich aber. Hat eigentlich auch genügend Zeit, um das... Um die... Zeit des... Gedönses zu benutzen, wo die so betäubt sind.
Komm her. Ach, guck mal einer an. Warum seid ihr jetzt eigentlich betäubt? Ah, genau. Wir können auch hier das Fressen von denen manipulieren, sag ich mal. Und wenn die dann das fressen, dann machen die sich natürlich auch blöd im Kopf. Ach komm, ey. Oh, das ist jetzt ja doof. Hallo. So, friss das hier, Säcke. Ach, so. Die sind auch wieder so. Dann komm. Kommt her, bedient euch. Da habe ich für euch angerichtet. Dich glaube ich mir mal. Dich glaube ich mir auch. Ach. Das ist mir jetzt so blöd, ich gehe nach unten. Also man könnte eigentlich auch bis nach ganz unten durchspielen. Oh Leute. Komm hier. Warte mal hier. So, dankeschön. Njom, 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 njom. Hat man richtig gesehen, wie der es gefressen hat. So, bedien dich. Bitte. Hier habe ich für dich gemacht. Dann halt nett. Hallo, was ist los mit euch? Lass mich doch mal in Ruhe. Ah, der Fahr ist da. Blau. Ich hab gedacht, das wäre so ein Ding gewesen. Endlich. Ja, bitteschön. Nimm dir. So geht natürlich auch. Aber ich glaube, das war's jetzt, ne? Oh, den nehme ich mit. Oh, die sind ja ganz viele. Hier unten waren noch zwei. Dit. Dit. Oh, Flügels! Richtig schön Haken hinten, ey. Ach ja. Irgendwie ist das Spiel ja cool. Oh, da unten kloppen sich schon zwei. Hier war da noch einer. Wo bist du hin? Da bist du. Das warst du aber nicht, du bist der hier. Ich finde, wir haben sehr schöne Flügel. Du frisst die ganze Zeit die Schwimm nach unten Abteile. So, jetzt können wir aber nach unten schwimmen, weil hier oben ist fertig. Da. Das war perfekt.
Haben wir alles? Ich glaube, wir haben den kaputt gemacht, ne? Nee. Bin verwirrt. Da ist noch einer. Ah, ich habe den nicht gesehen. So. Ich glaube, ich werde das Ganze als 30-Minuten-Parts hochladen. Oder? Na, ich muss mal überlegen. Upp. Das war's, glaube ich, schon, ne? Das waren nur die zwei. Schöne Flügels. Jo. Wo ist der Rote? Da ist der Rote. So, kleinen Scheiß wieder. Das heißt, dass gleich wieder was kommt. Da, wo ist der Rote? Den nehmen wir noch mit hier. So, oh, ganz viele kleine. Oh, die sind ja alle wie wild. Ah, Screenshot. Hab ich aus Versehen gefressen. Oh, den hole ich mir direkt. Den auch. Den auch. So kann man es natürlich auch machen, ne? Ach, da war der Screenshot. Ich dachte, hä, was ist los? Okay, wir können es auf jeden Fall nicht selbst vergiften. Weiß nicht, ob ich das eben gesagt hatte, weil ich war mir nicht ganz sicher. Ob das funktioniert. Hey, der hat mir was geklaut. So. Ich bin auch mal gespannt bei Journey. Ich habe das ja schon mal als Stream gemacht. Da bin ich echt mal gespannt, ob wir noch einen Online-Partner finden. Das wäre nämlich sehr cool. Weil dann kann ich euch so ein bisschen die Verständigungsmöglichkeit ein bisschen zeigen. Leute, das nervt jetzt wieder, ne? Machen wir das so. Nee. So. Nice. Sehr nice. Muss kaputt machen. Warum bist du so schnell? Arsch. So. War's das? Da unten ist auf jeden Fall was Großes wieder. Den holen wir uns jetzt direkt auf den Zuschwimmen. Und. Immer schön betäuben. Ich glaube, sonst kann das Ganze eine ganze Weile dauern.
Super. Super. Okay. War hier sonst noch irgendwas? Nur Kleinkram, Kleinkram. So ein komischer Screenshot. Oh, geh mal ab nach unten. Ich sehe da jetzt zwar gar nichts, was da unten ist. Okay, da ist noch mal was Großes. Ah, das spawnt Sachen. Das sehe ich ja jetzt erst. Naja, habe ich kaputt gemacht. Ich glaube, bevor ihr Journey seht, werde ich noch ein kleines Projekt einschieben. Das habe ich aber jetzt momentan leider nicht hier. Werden viele von euch kennen. Vor allem die den Dennis kennen. Ist wie gesagt nur ein kleines Let's Play. Aber ich wollte jetzt nicht so irgendwie alles direkt hintereinander batschen. Ich muss mal noch gucken, ob ich irgendwas finde, was ich zwischen Journey und Abzu mache, was auch relativ kurz ist. Ja. Das ist halt so, dass ihr auch ein bisschen Abwechslung habt. ab nach unten. Und ich denke, das wird der letzte sein. Oh Gott, hast du riesige Teile, ey. Oh. Alles kaputt machen. Oh. Da bin ich wohl ein bisschen getötet worden. Das ist dann dieses Geräusch, dieses... Dann werden wir nach oben geschickt, um uns aufzuladen. Wenn dann hier oben was ist. Ich glaube, ich habe das da gelassen. Ich meine nicht, dass das gerespawnt ist. So. Wer ist... da also. Ich glaube, das ist besser, wenn ich erst die Kleinen kaputt mache, weil ich glaube, die Kleinen haben mich eben kaputt gemacht, als ich den Großen angegriffen habe. Ja, die sind nämlich sehr aggressiv, die Viecher. Kein Knabber-Knabber. Okay, wir haben den Großen kaputt gemacht. Ich dachte, der würde uns noch so ein bisschen mehr hergeben. Schade. So, ich sehe da unten schon den nächsten Kern. Wir werden rot. Wir machen alles kaputt. Ab nach unten. Ein bisschen noch hier kleinen Scheiß holen. Alles kaputt machen. Gut, dann. Next one. So. Und ich glaube... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist der letzte. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich mache für heute hier Schluss. Werde den Rest morgen aufnehmen.
Ich hoffe mal, dass euch das bis hierhin gefallen hat. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich werde dann auch meinen Controller aufladen. Gut, dann, ne, bis denne. Tschüss.